Moin moin Leute, hier ist der Tim und ich darf euch recht herzlich zu einem weiteren Video begrüßen. Und das wird für etwas mehr als eine Woche jetzt auch wieder das letzte Video sein, denn ich fahre am Montag, also morgen, wieder für eine Woche auf Seminar. Und dann das Wochenende, direkt danach bin ich dann noch bei einem Kumpel. Deshalb wird das nächste Video dann wohl erst am Montag oder Dienstag in einer Woche kommen. Und ich kann euch aber vorweg schon sagen, dass das auf jeden Fall ein besonderes Video sein wird. So etwas, was ihr bis jetzt noch nicht auf meinem Kanal gesehen habt, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Ich freue mich auch schon riesig drauf. Also ja, seid mal gespannt, was es da dann zu sehen gibt. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall erstmal noch ankündigen. Dann im Hintergrund hier läuft ein MW2 Gameplay. Das ist noch aus der Zeit, wo ich ein bisschen MW2 gespielt habe, wo ich auch das Live-Commentary gebracht habe. Ein 27.3 ist das, glaube ich, auf Subbase mit der Farmers. Ja, eigentlich eine ganz nette Runde gewesen. Und dann wollte ich noch etwas ansprechen, was ich sonst eigentlich eher selten mache. Aber heute muss es einfach sein. Das war nämlich einfach zu geil. Gestern erste Fußball-Bundesliga. Hamburg gegen Dortmund 1:4. Ich habe es so gefeiert, das könnt ihr mir glauben, ey. Ich habe es live im Fernsehen geguckt auf Sky. Einfach mal Dortmund 4:1 aus dem eigenen Stadion geschossen, ey. Richtig, richtig geil. Ich habe mich so gefreut. Und das Beste ist ja, dass Hamburg jetzt zweimal in der Saison gegen Dortmund gewonnen hat, gegen den deutschen Meister. Alter, unglaublich. Ich konnte es gestern kaum fassen, als ich das Spiel gesehen habe. Falls es jemand nicht gesehen hat, Hamburg lag noch 1:0 hinten, ziemlich früh, ich glaube 17. Minute war das, und hat eine Minute später dann das 1:1 geschossen, dann nochmal 5 Minuten später das 2:1 und dann gab es noch ja, zwei rote Karten im Spiel, einmal gegen Lewandowski, der, ja, ich sag mal mit einem ziemlich brutalen Foul das Gelbrett von Hamburg niedergerungen hat. War für mich auf jeden Fall eine berechtigte rote Karte und dann noch eine rote Karte für Bruma von Hamburg wegen einer Notbremse. Also auf jeden Fall beide berechtigt und ich fand sowieso, dass die Schiedsrichterleistung in dem Spiel absolut top war. Insbesondere nach der roten Karte gegen Lewandowski, wo natürlich, ich sag mal, das ganze Stadion gegen den Schiedsrichter ist und die Stimmung sowieso extrem aufgeheizt war, weil da gab es dann noch eine Rangelei, Rudelbildung und alles wegen dem Foul halt. Da ist Van der Vaart dann auch noch ein bisschen die Dortmunder Spieler angegangen, der hat da auch noch gelb bekommen. Auf jeden Fall war das schon eine ziemlich heikle Situation und ich fand, dass das Schiedsrichtergespann das wirklich ja top gemacht hat. Das zeichnet eigentlich wirklich gute Schiedsrichter aus. Das war Grefel, der Schiri. Und ja, in solchen Situationen halt ja die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Spiel ja weiterhin noch sauber leiten zu können. Also das fand ich echt ganz gut. Auch wenn einige Dortmunder vielleicht sagen, dass der Schiedsrichter ja nicht ganz fair oder nicht so gut gepfiffen hat. Einige beschweren sich da wegen der roten Karte von Lewandowski, aber wer es nicht gesehen hat von euch und ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, der kann sich es einfach mal anschauen bei YouTube oder so. Ich kann es auch nochmal eben ein bisschen erläutern. Wir liefen beide aufeinander zu, Skelbert war dann vorher am Ball und Lewandowski hat halt voll durchgezogen und ihm voll die Beine weggetreten, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich sag's mal so, die Regelung besagt, wenn man eine Verletzung des Gegenspielers in Kauf nimmt, dann zieht das eine rote Karte nach sich. Und meiner Meinung nach war das absolut der Fall in der Situation. Und da braucht sich, finde ich, auch niemand beschweren, dass man dafür dann mal eine rote Karte zückt. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, richtig geiles Spiel gewesen. Auch ein klasse Unterhaltungswert. Und wenn man sich jetzt mal die Tabelle anschaut, das ist nämlich jetzt das Beste, steht Hamburg auf dem 5. Tabellenplatz. Heute sind noch 2 Spiele. Mainz und Freiburg könnten theoretisch beide noch an Hamburg vorbeigehen. Aber mit ein bisschen Glück stehen wir dann nach dem Wochenende auf Tabellenplatz 6, auf dem Europa-League-Platz. Und da kann man schon wieder ein bisschen vom internationalen Geschäft träumen. Und dafür, dass das Saisonziel eigentlich von vielen der Nicht-Abstieg war vor der Saison, hat das jetzt eigentlich bis jetzt doch wirklich richtig gut hingehauen. Und eigentlich gar keine schlechte Saison, weil, also, ich meine, Hamburg spielt nicht so gut, aber das
Gute ist einfach, dass die anderen Mannschaften auch nicht besser sind. Und vielleicht schaffen wir es ja am Ende der Saison auf Platz 5 oder 6 zu stehen und in die Europa League einzuziehen. Das wäre natürlich ein richtiger Traum. Und ja, auf jeden Fall, das muss ich auf jeden Fall nochmal loswerden, das geile Spiel gestern. 4-1 gegen den deutschen Meister. Perfekt. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich auch. Das Gameplay müsste eigentlich jetzt auch zu Ende sein. Und wir sehen uns dann etwas über einer Woche wieder. Wie gesagt, seid mal gespannt auf das Video. Wird ganz cool. Und ich verabschiede mich dann jetzt. Haut rein, bis dann.